Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, beim letzten Mal waren wir auf großen Schienen unterwegs. Diesmal sind sie etwas kleiner. An diesen Wagen, also nicht genau an diesen, aber an ähnliche, verbinden mich Kindheit- und Jugendserinnerungen, aber davon vielleicht später. Auf jeden Fall, wo bin ich? Ich bin im Remise-Verkehrsmuseum der Wiener Linien gelandet. Und da habe ich natürlich kompetente Unterstützung bekommen. Herzlich willkommen hier bei uns in der Remise-Verkehrsmuseum der Wiener Linien. Mein Name ist Hans Bayer, ich bin der Museumsleiter oder wie man im Volksmund sagt, der Museumsdirektor dieses Hauses. Und ich darf Sie jetzt nachher hier kurz einen Einblick in unser Haus gewähren. Zur Geschichte, das Tramwe-Museum, wie man im Volksmund sagt, oder früher hat man gesagt Straßenbahnmuseum, wurde 1986 gegründet von meinem Vorgänger, Herrn Professor Marinzig. Und war als erster nur eine Halle mit knapp 1500 Quadratmeter. Das war die erste Ausbaustufe. Die zweite Ausbaustufe ist nachher in den 90er Jahren gekommen, ganz genau von 1990 bis 1992, wo nachher der ganze Betriebsbahnhof Erdberg hier zu einem Museum umgewandelt wurde. Wir haben derzeit drei Ausstellungshallen, wir haben 7500 Quadratmeter circa Ausstellungsfläche, wir haben 54 Fahrzeuge in der Ausstellung und im Jahr 2014 wurde die heutige Ausstellung komplett neu konzipiert und dargestellt. Das hier ist der Pferdebahn-Sommerwagen. Es ist eine Replik, also man hat sowohl alte Originalteile wie auch Nachbauteile verbaut vor Jahrzehnten und er hat grundsätzlich das Baujahr von 1868. Ein weiteres sehr gut erhaltenes Exemplar, aber im Originalzustand, Gott sei Dank im Originalzustand, ist die Dampftramwe. Sie hat Baujahr 1884 und zeigt den technischen Fortschritt vom Pferd über Dampf zur elektrischen Straßenbahn. Ebenso ist unsere Ausstellung aufgebaut mit Interaktion, also hier zum Beispiel die Netzentwicklung, wie umgestellt worden ist vom Pferd auf elektrisch direkt oder vom Pferd auf Dampf und dann weiter auf elektrisch, wie das Netz sich ausgedehnt hat in Wien in den verschiedenen Jahrzehnten und wie es um 1903 am Schluss war, weil man muss kann gut sagen, die heutigen Wiener Linien, die Geburtsstunde unserer Firma war 1903. Die 244 ist einer der ersten elektrischen Wagen, Baujahr 1901, ist wie man hier sieht eine Replik, also auch wieder zusammengestellt aus Originalteilen und angepassten Bauteilen. Man sieht den Wagen noch offen, wie man früher gefahren ist, also das Fahrpersonal und Zugpersonal ist im Freien gestanden, die Haltestellen sind mit Schilder am Fahrzeug noch, es hat damals um diese Zeit noch nicht so die Haltestellen in diesem Sinne gegeben, wie wir sie heute kennen. Und auch die Signale sind noch mit Farbsignalen und noch keine Ziffern und Nummern. Hier stehen wir vor dem Amerikaner, das ist ein sehr berühmtes Fahrzeug, weil der Amerikaner ist nach Wien gekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge des Marshallplans. Die Fahrzeuge wurden direkt von der Stadt Wien von den New Yorker Verkehrsbetrieben gekauft. 42 Stück sind in Wien gefahren. Bis Ende der 60er Jahren waren sie unterwegs.
Sie waren für die damalige Zeit schon sehr komfortabel und hatten den Eindruck, als wären sie größer und breiter, was aber nicht ist, sondern sie sind nur durch die Bauweise optisch breiter. Hier sehen Sie die 82, das ist ein sogenannter Rundfahrtenwagen. Die Zeit, wo dieser eingesetzt war, um 1910. Das Fahrzeug ist, wie schon vorhin die 244, eine Replik, also großteils auf Originalbauteilen wurde er wieder im Originalzustand hergestellt. Hier sehen Sie einen Dreiwagenzug, das ist das typische Stadtbild in Wien gewesen. Über 20 Jahre kannte man das, so sind die Züge auf der Ringstraße unterwegs gewesen. Hier sehen wir einen Kranwagen und der ist auch noch im Originalzustand. Seine Einsatzzeit war vor allem nach dem Ersten Weltkrieg oder sogar noch im Ersten Weltkrieg. Ja, und während des Zweiten Weltkrieges mussten die Waggons abgedunkelt sein. Und schauen wir mal in diesen Waggon hinein. Hier sehen wir einen Hilfstriebwagen, wie man so schön sagt, der zu Werbezwecken damals genommen wurde. Nach dem Anschluss in Österreich wurde er von Linksverkehr auf Rechtsverkehr umgestellt und man zeigte anhand dieses Fahrzeugs, informierte man die Bevölkerung, dass jetzt Rechtsfahren in Österreich ist. Was würdet ihr mit Wiener Schnauze verbinden? Sicherlich nicht das lose Mundwerk des kleinen Stadtstreichers, oder? Hier haben wir nämlich die Wiener Schnauze, einen saurer Bus, der ab 1949 gebaut wurde. Weiter geht's mit diesem Schwenk über eine historische Garnitur der Wiener Lokalbahnen, am Blau-Weiß erkennbar, über eine C-Garnitur und einen L-Wagen, also die etwas modernere Zeit. Hoppala, der da ist ein bisschen älter. Ja, und hier kommen Kindheitserinnerungen hoch, denn mit diesem Stockbus der Linie 13a, womöglich sogar mit diesem selber, ist der kleine Stadtstreicher mal als kleiner Junge in die Schule gefahren. Auf dieser Garnitur der Linie 46 fuhr 1996 der letzte Schaffner auf einer Wiener Straßenbahn. Wie sang Wolfgang Ambros? Schaffner sei, das war einmal was, das kommt nie wieder, das ist das Schaffner los. Und hier befinden wir uns im Themenmodul, wo die Vorstufe zu unserer heutigen U-Bahn ist. Man sieht hier die Stadtbahn, man sieht die Vorschläge und Planungen zu unserem heutigen U-Bahn-System und wir gehen weiter in der Ausstellung zu unserem heutigen U-Bahn-System. Eine kurze Anmerkung noch zu den Fahrzeugen. Unsere Fahrzeuge hier im Museum sind alle rollfähig und werden, wenn es bestimmte Jubiläen zum Feiern gibt, dementsprechend aufgearbeitet oder vorbereitet, dass man sie dort auch präsentieren kann in einem aktiven Zustand. Hier sieht man den Beginn von unserer Stadtbahn, angefangen im Zeitalter mit Dampf, wie es noch ein Eisenbahnsystem war, in weiterer Folge, wie die Stadtbahn nachher zu den heutigen Wiener Linien dazugekommen ist und elektrifiziert wurde, sehen Sie hier eine N-Wagengarnitur. WD bedeutete damals Wiental-Donau-Kanal. Richtig. W war Wintal, WG war Wintalgürtel und G war nur der Gürtel. An was denken die Fans des kleinen Stadtstreichers beim Begriff Silberpfeil? Hoffentlich auch an Comics-Hefte. Allerdings dieses hier ist der berühmte U-Bahn-Triebwagen Silberpfeil.
Und das sah bzw. sieht noch immer ein U-Bahn-Fahrer eines Silberpfeils während der Fahrt vor sich. Am U-Bahn-Simulator können auch die Besucher des Museums dieses Fahrgefühl genießen. Dass es in Wien auch klein geht, sieht man am Citybus. Sehen wir den Rijksbrückenbus, das ist das Originalteil im Originalzustand, wie am 1.8.1976 auf der Rijksbrücke beim Einsturz in der Donau gestanden ist. Ja, und hier stecken Jugenderinnerungen drinnen, denn mit Wagen wie diesem war ich als Jugendlicher oft unterwegs zum Stadion und da waren diese Türen offen. Und wenn die Waggons voll mit Fußballfans waren, sind wir außen festgehalten an den Haltegriffen mitgefahren. War nicht gefährlich, die Straßenbahn fuhr sowieso nur Schritttempo. Eine Halle ohne Straßenbahnen gibt es auch in der Remise, die Halle 1. Sie zeigt die Geschichte der Remise auf Tafeln zum Nachlesen. Ebenfalls in der Halle 1 der Remise Erdberg findet sich ein Überblick über öffentlichen Verkehr in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt, den man auch interaktiv genießen kann. Und nach dieser spannenden Zeitreise durch die Straßenbahn- und Nahverkehrsgeschichte Wiens kann ich jedem nur empfehlen, das Straßenbahnmuseum Remise Erdberg selber zu besuchen und sich diese Prachtstücke auch persönlich anzusehen.